Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video geht es um Lagerarten und ich möchte zunächst mal ein paar Begriffspaare gegenüberstellen, damit wir einen Überblick bekommen über dieses Thema. Also wieder die Form der Mindmap. In der Mitte des quergenommenen DIN A4-Blattes steht der zentrale Begriff, in dem Fall die Arten des Lagers, also Lager, Arten. Und wir arbeiten nun drumherum mit Ästen, mit Zweigen und weiteren Detaillierungen, soweit nötig. Das erste Begriffspaar ist die Unterscheidung in das Zentrale und das dezentrale Lager. Ja, das ist die Organisationsform. Wie ist unser Lagersystem organisiert? Arbeiten wir mit einem Zentrallager oder mit mehreren, ne, das ist dann zwangsläufig mehrere, mit mehreren dezentralen Lagern. Die zweite Unterscheidung, die wir treffen können, wenn wir uns diese Läger jetzt anschauen, wie sind sie gebaut, dann können wir unterscheiden das offene und das geschlossene Lager. Und der entscheidende Unterschied dort, wo sozusagen geschlossen wird, ist oben. Ja, ein geschlossenes Lager hat ein Dach. Ein offenes Lager hat kein Dach. Das ist die grundsätzliche Unterscheidung, die man sich hier merken kann. Und dann kann man natürlich prüfungstechnisch hier eine Menge draus machen. Welche Sachen sind geeignet für offene Läger? Das sind so Sachen wie Sand und Kies. Ja, weil die Witterung da nicht so viel anrichten kann, während geschlossene Läger die gelagerte Ware dann eben schützt vor Sonne, vor Wind, vor Regen oder vor Kälte. Ja, das ist die Unterscheidung offene und geschlossene Lager. Dann können wir uns beschäftigen mit der Lagerform. Regallager, das kann bis zum Hochregallager gehen, was bis unter die Decke geht. Oder Bodenlager, wo es eben keine Regale gibt, sondern zum Beispiel der Sand oder der Kies auf dem Boden gelagert wird. Das nächste ist die Art der Registrierung. Wir können also unterscheiden die manuelle und die mechanisierte Lagerung. Ja, das ist die Frage, wie wird denn jetzt Neues erfasst, das aufs Lager kommt? Manuell oder mechanisiert? Vielleicht sogar komplett automatisiert. Ne, das kann bis zur komplett automatisierten Form gehen. Ich schreibe das mal in Klammern dahinter. So, dann ist die Frage, wo lagern wir? Und da gibt es zwei grundsätzliche Systeme, wieder ein Begriffspaar, nämlich Festplatzsystem, Festplatz und Freiplatz. Festplatz bedeutet, dass jeder Artikel, der gelagert wird, einen genau vorher vorgesehenen Platz hat. Ich denke mal, in einer Küche ist es ähnlich, ja, dass man seine Messer, die man in der Küche braucht, an einem bestimmten Platz hat und seine Gabeln und seine Teller und seine Töpfe und so weiter. Das ist also ein Festplatzsystem. Ein Freiplatzsystem arbeitet anders. Da kommt der Artikel, kommt die Ware dahin, wo Platz ist. Was natürlich nur funktioniert, wenn man gleichzeitig eine gute Registrierung hat und die Lagerplätze austauschbar sind. Das heißt, alles überall gelagert werden kann und es da keine Platzprobleme zum Beispiel gibt oder Formatsprobleme, dass der eine Lagerplatz kleiner ist und die Ware da einfach nicht hinpasst. Ne? Auch da kann man prüfungstechnisch eine Menge draus machen. Hier geht es mir nur um den Überblick, also Festplatz und Freiplatz oder Festplatz und Freiplatzsystem. Und dann gibt es noch die Unterscheidung nach den Eigentumsverhältnissen, nämlich das Eigen, das Fremd und das Kommissionslager. Ja, das ist die Grundstruktur für folgende Videos. Wie gesagt, überall kann man jetzt hier weiter in Details gehen. Man kann Vor- und Nachteile diskutieren,
Vorteil des offenen Lagers gegenüber dem geschlossenen Lager. Na, das offene Lager ist günstiger. Ja, wir brauchen kein Dach. Na, Regallager, Bodenlager und so weiter. Also man kann jetzt aus diesen Dingen hier, wenn man weiter in Detail geht, weitere Prüfungsfragen stricken. Hier ging es mir nur zunächst über den Überblick. Schauen Sie bitte dann auf die weiteren Videos. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.